Saalhängebrücken aus Naturfasern wurden schon vor über 500 Jahren vor allem in Gebirgsregionen in Südamerika und Asien gebaut. Später wurden die Fasern durch Drahtseile ersetzt, die an sogenannte Pylone aus Stein oder Stahl befestigt wurden. Jetzt waren große Spannweiten möglich. Als älteste Brücke dieser Bauart gilt die 1883 fertiggestellte Brooklyn Bridge in New York City. Die bekannteste und berühmteste Saalhängebrücke ist wohl die Golden Gate Bridge in San Francisco. In gleicher Bauart, nur viel kleiner, hat auch Wetterruhr in den Ruhrwiesen ein historisches Kleinod, unsere Saalhängebrücke am Kaltenborn. Die Spannweite beträgt 52 Meter und 60 Zentimeter zwischen den Pylonen. Das Alleinstellungsmerkmal dieser Brücke, sie ist die älteste deutsche klassische Seilhängebrücke, komplett in Stahlfachwerkbauweise und, das Wichtige ist, noch im ursprünglichen Zustand von 1893. Der Arbeitskreis Saalhängebrücke hat wesentliche Vorarbeiten zum Erhalt der Saalhängebrücke geleistet. Inzwischen liegt das Projekt in den Händen der Stadt Wetter bzw. im Planungsbereich IGA 2027. Geplant ist, dass die Grundstücke inklusive Wasserwerk mit der Saalhängebrücke an den Ruhrverband übergehen. Die denkmalgeschützte Saalhängebrücke soll von der AVU in einem beschränkt begehbaren Zustand gebracht werden. Zur IGA 2027 soll das Gelände dann erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Der Arbeitskreis Saalhängebrücke und der Heimatverein Wetter werden sich um eine offizielle Genehmigung bemühen, um die Restaurierungsarbeiten filmisch dokumentieren zu dürfen.